jetzt gehe ich da rein. Ich bin hier in der Office vom Headmaster. How many children are here? 3,700. Oh, wow. A lot of students. Heute gibt es eine Sunset-Kokosnuss für mich. So, heute laufen wir mal am Strand entlang zurück, nicht durchs Dorf. Und hier am Grill kann man sich sein Seafood aussuchen. Ich gehe heute mal ganz lokal essen. Das ist hier Mama Afrika. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute bricht wieder ein toller Tag an, denn heute habe ich nicht so viel vor. Ich bin nicht so viel busy unterwegs und kann ein bisschen Freizeit genießen. Ich werde bestimmt an den Strand gehen. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten zur Schule bringen. Ansonsten kann ich heute den Strandtag genießen und so wie es aussieht, ich glaube, das seht ihr gar nicht so gut, ist heute gar kein Regenwetter, sondern es scheint blauer Himmel zu kommen. Das wäre jedenfalls schön. Ups, ist gut gefreut. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Elementary School in Nungwi und ich stehe hier schon davor. Man hört schon die lauten Kinderstimmen. Und jetzt gehe ich da rein und bringe den Rest meiner Spenden weg. So, jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach dem Headmaster. Ich bin hier in der Office vom Headmaster und der wird jetzt geholt. Okay, hier ist die Box für Spenden. Und ich kann mir jetzt hier umschauen. Ah, okay. Ja. Nicht alle Kinder. A lot of hiding. For one teacher, it's a big problem. Yes. Some students is there as well. How many children are here? There's 3,700. Oh, yeah. Wow. A lot of students. 3,700 Schüler. Each class, one class consists of 100 and other for one teacher. This is a big problem. Über 100 für einen Lehrer. Look in this population. Yes, yes, this I see. Big problem. Mm. Okay. Let's go. Viele Schüler haben keinen Tisch und keine Stühle, weil es einfach zu viele sind pro Klasse. Not the same. Alle Klassen haben zu viele Schüler. Also es wird geteilt in Morgenschule und Nachmittagsschule. Und trotzdem sind es immer noch zu viele Schüler pro Klassenraum. Es geht hier noch weiter. Hier wird ein neues Haus gebaut, dass alle Schüler einen Sitzplatz bekommen. But not to finish, we come on the roof only. Mm-hmm. Okay. To complete this plan. There are plans inside. Yeah. Jetzt gehen wir in die Sekundärstufe. Yeah. How old are the children? Just 14, 15. 14, 15 Jahre alt sind die Kinder jetzt. This classroom in this year shifted from primary to secondary in this year. Ah, okay. Afternoon, but coming to morning just to prepare some of the classes. Ah, okay. Yeah. Ein Lehrer und so viele Schüler und es ist so laut. This Hello. Professor Master. Das ist hier ein Projekt, auch aus Deutschland hervorgerufen, und zwar ist es Ozeankind e.V. Könnt ihr ja gerne mal googeln. Da wird hier aus dem Brunnen Trinkwasser, also man kann das Wasser trinken, das ist ja äußerst selten hier oder praktisch nie möglich. Ja, Kotagarin to 3 level. Language, social science and science. In case of language, there are 3 languages.
English language, Swahili language and Arabic language. In social sciences, geography, civics, DNA, and history and science, we can physics, chemistry, mathematics and biology. Okay. All subjects we learn in English, or we learn all subjects we learn by English, except two subjects, Swahili for Swahili, Arab for Arab only. Nur diese eine Schule von der Regierung hier in Nungwi, die anderen sind alle privat. So schön! Momentan ist Ebbe, aber die Flut ist im Anmarsch. So, hier kann ich mich jetzt leider nicht hinlegen, obwohl ich sehr gern würde, aber hier kommt nachher die Flut und dann muss ich eh umziehen. Also kann ich mich auch gleich da hinlegen, wo die Flut nicht hinkommt. So, ich glaube, hier bleibe ich erstmal. Umziehen kann ich nachher immer noch. Ist ja noch Contour Line. Yes, I know. You know Contour Line? Eine Sunset-Kokosnuss für mich. Sie kostet 5000. Wie viel das ist, muss ich nachher noch mal umrechnen. Hakuna Matata. Hakuna Matata heißt kein Problem. Ah, kommt schon der ganze Saft raus. Yes. This for eating. Mmm, lecker. Jetzt macht er mir noch einen Löffel, dass ich das Fruchtfleisch ausessen kann. Okay, Asante. So, ich kann sie jetzt in Ruhe austrinken. Und dann kommt er zurück und schneidet mir noch ein bisschen auf, dass ich mit dem Löffel besser reinkomme. Prost, Kokosnuss! What is it? Ich mache jetzt noch einen kleinen Spaziergang hier zum Sonnenuntergang. Der wird wohl heute nicht so gut zu sehen sein, denn schaut mal, ist wieder eine dicke Wolke davor. Aber ich kann hier unten lang gehen, die Flut ist weg, Ebbe kommt. Und hier wird jetzt am Strand überall alles aufgebaut zum Sunset-Dinner.
So, heute laufen wir mal am Strand entlang zurück, nicht durchs Dorf. Es ist auch wunderschön. Es geht natürlich nur, wenn Ebbe ist. Man kann dann unter die ganzen Restaurants unter durchlaufen. Hier sieht man ja schon. Und bei vielen Restaurants kann man sich zum Sunset-Dinner einfinden und gemütlich bei Kerzenschein ein Candlelight-Dinner genießen. Auch hier vorne sind überall Tische, wo man sich zum Candlelight-Dinner hinsetzen kann. Und hier am Grill kann man sich sein Seafood aussuchen. Die Marktbuden haben natürlich auch noch alle offen am Abend. Ich gehe heute mal ganz lokal essen. Das ist hier Mama Afrika. Hier gehen eigentlich wirklich nur Locals, keine Touristen. Und hier sind auch Locals Preise. Schaut mal. So, na dann, enjoy your meal. Das kenne ich nicht so genau. Das sieht ein bisschen aus wie Spinat. Reis. Ist so ein bisschen wie Gulasch. Und das sind so Bohnen, das kenne ich aus Brasilien. Schmeckt auch gut. Na, wie findet ihr es? Ich bin noch klitschnass. Aber hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen, vor allem jetzt von Sansibar? Dann Abo dalassen. Bye.